Frühmorgens um 7 legt die Bussard in Kiel-Holtenau ab. Ihr Ziel, der Kieler Leuchtturm. Schiffsführer Bernd Grahlmann unternimmt diese Tour regelmäßig. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Leuchtturm Kiel. Da bringen wir unsere Fachgruppe Nachrichtentechnik hin. Die haben da Wartungsarbeiten durchzuführen. Und ja, jetzt sind wir erstmal eine Stunde unterwegs, liegen dann vor Ort und anschließend fahren wir die wieder zurück. Nach einer Stunde Fahrt macht die Bussard dann am Leuchtturm fest. Im ersten Stock des Kieler Wahrzeichens von 1967 sitzt der wachhabende Lotse Michael Christoph. Von dort oben kümmert er sich um das Geschehen auf dem Wasser und die Verteilung der Lotsen auf die Schiffe. Ein beeindruckender Arbeitsplatz findet der 61-Jährige. Vor einigen Jahren, als wir viel Eis hatten, dass hier das Eis im Winter gegen den Turm drückte und die Schollen sich auftürmten. Und man immer dachte, na jetzt muss er doch langsam das Fundament mal beiseite schieben. Aber der Eisdruck reichte dann doch nicht aus. Oder im Winter die Stürme, wenn es richtig, richtig heftig weht, also Windstärke 10, 11, dann ist der Turm hier unter Wasser. Nicht? Das ist dann schon interessant. Ich möchte das auch nicht, heute nicht tauschen mit einem Bürojob. Damit das Leuchtfeuer auch einwandfrei funktioniert, schaut Elektrikerin Adina Hoffmann regelmäßig nach dem Rechten. Das ist ein Leuchtfeuer. Dort messen wir in regelmäßigen Abständen Spannung, Strom. Wir wechseln das Leuchtmittel aus, putzen die Optiken und gucken, ob einfach alles okay ist. Wir kommen natürlich aber auch in Störungsfällen her, wenn das Leuchtfeuer ausfällt, wegen was auch immer. Unser Hauptjob besteht eigentlich drin, warten, entscheiden, halten und sauber machen. Wenn die Arbeit erledigt ist, geht es wieder zurück an Bord der Bussard mit Kurs auf Kiel.